Nach der Wärmung haben wir angefangen, normalerweise mit Sprüngen zum Netz, wie es viele machen. Das habe ich heute mit einer Variation gesehen, die ich gemacht, die ich irgendwo mal gesehen habe und gut fand, dass man gleichzeitig den Ball mit der Fußsohle weiterschiebt. Das heißt, letztendlich ist es auch eine Erwärmung der ganzen Sprungmuskulatur. Was ich immer gerne mache, dass ich den Spielerinnen dann kleine Aufgaben gebe, wie während der Bewegung hochzählen, runterzählen, plus, minus rechnen, hat neben dem ganzen trainingswissenschaftlichen Hintergrund auch den Vorteil, dass die Leute wach sind. Die kommen von der Uni, die kommen vom Arbeiten, die kommen von der Schule, wie auch immer. Und wenn die solche Aufgaben haben, sind sie relativ schnell wach. Rückwärts, Muster 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1. Wir behalten das Muster bei, 1, 2, 2, 1, 1, 2, gucken in diese Richtung seitwärts, zählen von 30 rückwärts in Dreier-Schritten laut vor euch her. Und los, go! Der Weg ist das Ziel. Tu was, mach was. Dribbeln, go, 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 go! Wir gucken in die andere Richtung und zählen von 40 plus 3 minus 4 murmeln vor uns her. Plus 3, wir fangen bei 40 an, plus 3 minus 4, plus 3 minus 4. Hey, stark. Das Muster mit den Füßen bleibt bei 1, 2, 2, 1. Go. Vorwärts, ohne rechnen. Muster ist 1, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 1, 3.